Hey oh Leute, willkommen zu einem neuen Video auf mein Modellbahn. In diesem Video werden wir mal unseren eigenen Servo-Decoder bauen. Dafür habe ich das ehemalige Design für den Lichtsignaldecoder hergenommen und die Leiterplatte so umdesignt, damit wir das Ganze auch als Servo-Decoder einsetzen können. Sprich, das Ganze kann als Servo-Decoder oder Signaldecoder eingesetzt werden, je nachdem, wie wir das Ganze bestücken. Heute bauen wir das Ganze aber mal als 6-fach-Servo-Decoder auf und wie wir hier schon sehen, brauchen wir gar nicht so viel dazu und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Was als Werkzeug alles benötigt wird, lässt sich aus dem Video ein wenig erkennen. Ein Lötkolben, eine Pinzette von Vorteil, da wir hier ein paar SMD-Bauteile bestücken und Lötzinn. Hier vielleicht etwas feineren Lötzinn, damit das Ganze auch etwas einfacher geht. Ich verlinke einfach mal in der Videobeschreibung noch ein wenig Werkzeug, falls sich jemand hier noch was zulegen möchte. Das Flackern im Video ist leider durch die zusätzliche Beleuchtung entstanden. Ich hoffe, du hast danach kein Augenflimmern. Zu der Leiterplatte und den Bestückungsvarianten gibt es auch entsprechende Unterlagen. Hier ist auch nochmal alles gut beschrieben. Ich bestücke aktuell hier Option 1 und hier ist steht auch in den Unterlagen beschrieben, dass diese nur erforderlich ist zu bestücken, wenn man ein Netzteil mit mehr als 12 Volt einsetzen möchte. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel der Fall, ich habe nämlich ein 16 Volt Netzteil. Wenn wir jetzt hier im Dokument mal eine Seite weitergehen, dann sehen wir hier auch den Bestückungsplan und hier eine Stückliste mit entsprechenden Bestellnummern hier jetzt zu Reichelt. Wenn du die Bauteile zum Bestellen irgendwo günstiger findest zusammengerechnet, dann lass es mich gerne wissen. Den Teil baue ich jetzt einmal fertig auf. Über die Timeline im Video kannst du auch einfach durch die einzelnen Teile springen. Ja, mit diesem Teil vom Aufbau sind wir auch schon durch. Dann suchen wir hier in den Unterlagen nach dem Servo-Decoder. Hier finden wir auch den Signaldecoder, falls jemand Interesse daran hat, das Ganze als Signaldecoder aufzubauen. Hier haben wir auch schon den Plan und wie wir erkennen können, brauchen wir auch nicht viele Bauteile. Hier unten sehen wir es dann auch nochmal in der Stückliste alles beschrieben. Ich empfehle die Stücklisten übrigens zu kombinieren, falls man jetzt mehrere Teile oder Variationen hier aufbauen möchte. Denn diese Stücklisten beziehen sich immer nur auf den abgebildeten Teil. So, jetzt heißt es einfach zurücklehnen und zuschauen, denn dieser Teil von dem Aufbau dauert noch ein paar Minuten. Oder man liest sich in der Zwischenzeit schon die Unterlagen durch. Oder wer es eilig hat, kann auch über die Timeline navigieren. Falls du dir genau so ein Aufbauvideo zum Lichtsignaldecoder wünschst, dann schreib es doch gerne in die Kommentare rein, damit ich weiß, dass daran Interesse besteht. We'll be right back.
als kleine Aufklärung, warum hier überall nur Stiftleisten eingesetzt werden und nicht irgendwo diese Reinklemmen, sprich so Schraubklemmen. Das hat einfach den Grund, dass diese Schraubklemmen relativ teuer sind und preislich sind einfach diese Stiftleisten echt günstig. Wer natürlich hier was anderes verwenden möchte, der müsste hier nach 2,54 mm Reinklemmen suchen und schauen, ob diese ebenfalls passen. Oder man kann auch, falls man nicht die Stiftleisten hier verwenden möchte, auch die Anschlüsse direkt an die Pads anlöten. Ich weiß, jetzt werden einige denken, das widerspricht sich. Wir verwenden hier günstige Stiftleisten und sockeln dann trotzdem die IC-Bauteile und auch später noch den Arduino. Das hat halt den Grund, damit die Bauteile austauschbar sind. Hier bei dem IC könnte man den Sockel aber auch weglassen. Dann sind wir auch schon beim Herzstück des Ganzen und zwar dem Arduino Nano mit Atmega328P. Ich habe den jetzt als unverlötete Variante gekauft, das heißt, ich muss den jetzt erst selbst noch an diese Stiftleisten anlöten. Dazu stecke ich die Leisten zuerst in die Leiterplatte rein, darauf den Arduino und löte hier den Arduino darauf. Hier ist wichtig, dass die USB-Buchse oben rausschaut. Den Arduino können wir, so wie wir ihn hier eingelegt haben, auch einfach jetzt auf der Rückseite der Leiterplatte einlöten. Ich möchte den allerdings herausnehmbar machen, deshalb sehe ich hier noch so Buchsenleisten vor. Diese stecke ich auf, muss diese noch ein wenig anpassen, da die Pinzahl nicht ganz passt, aber die übrigen Teile, die werde ich später noch einsetzen. Dann fehlen uns noch die Anschlüsse für die Servos. Dazu müssen wir hier diese doppelreihige Stiftleiste etwas anpassen und uns hier immer ein Stück mit 3 Pins rausschneiden. Dann sind wir mit dem Hardwareaufbau auch schon fertig. Dann müssen wir das Ganze nur noch an unsere Anlage anschließen, beziehungsweise auch noch an den PC, um das Ganze mit der Software einzustellen. Dann laden wir uns mal die Software herunter. Diese findest du in der Beschreibung verlinkt. Die Software nennt sich Universal Programmer und ist im Endeffekt eine Neuauflage und Weiterentwicklung des ehemaligen Universal Modellbahn UI. Es gibt hier auch ein Benutzerhandbuch, in dem auch nochmal alles mit Bildern erklärt ist. Die ist natürlich abhängig von der Software, die wir auf unsere Hardware aufspielen.
Damit meine ich, mit einem Servo-Decoder werden wir nur Servos einstellen und keine Signale. Das Ganze ist in zwei Versionen unterteilt. Standardmäßig haben wir die eingeschränkte Free-Version. Diese reicht aber aus, um die Kompatibilität mit der Hardware und eine Konfiguration zu testen. Hier unten bei Installation können wir uns dann die Latest Release herunterladen. Diese ZIP entpacken wir dann an einen beliebigen Ort, wo wir das Ganze gespeichert haben möchten. Dann starten wir hier einfach die Exe. Aktuell ist das Ganze nur für Windows verfügbar. Falls bei dir eine Meldung kommt, dass NetFramework 6 auf dem PC fehlt, dann einfach mit Ja bestätigen und herunterladen und installieren. Im Programm kannst du hier oben rechts auf kostenlose Version gehen, den Lizenzvertrag durchlesen und akzeptieren, auf Schließen gehen und dann muss man nochmal auf kostenlose Version klicken. Leider musste ich bei dem ersten Versuch den Nano jetzt nochmal tauschen, da die serielle Schnittstelle Probleme gemacht hat, aber jetzt sollte es dann funktionieren. Wir klicken hier oben auf Schnittstelle SPI, dann gehen wir aufs Menü auf den Arduino Programmer, damit wir eben den Servo-Decoder aufspielen können. Ich empfehle hier bei der Hardware erstmal R3 New auszuwählen, also Nano R3 New. Falls das dann nicht funktionieren sollte mit dem Upload, dann mit R3 Old versuchen. Projekt ist dann Servo Decoder und bei Versionen gibt es ja aktuell nur eine, hier am besten immer die neueste verwenden. Ich habe den Arduino noch nicht angeschlossen, deshalb wird hier gerade auf den COM-Port gewartet, den schließe ich jetzt mal an. Falls bei dir mehrere COM-Ports angezeigt werden, dann am besten im Gerätemanager nachschauen, welches der richtige ist. Sobald hier Upload abgeschlossen dran steht, können wir im Menü auf Verbindungen gehen. Bei mir steht der COM7 jetzt auch schon in der Auswahlliste drin. Falls das bei dir nicht der Fall ist, dann gehst du hier oben einfach auf automatische Suche und wählst den COM-Port, den du auch vorhin verwendet hast, hier einfach aus und klickst auf Hinzufügen. Dann kann ich mich hier einfach verbinden und wichtig ist, dass ich noch einmal die Reset-Taste auf dem Arduino drücke, da dieser sich, nachdem er 5 Sekunden versorgt wurde, nicht mehr in den Einrichtungsmodus versetzen lässt. Dieser Hinweis kann aber auch aus der Bedienungsanleitung entnommen werden. Im Menü Servos einstellen kann ich jetzt hier einfach Servos hinzufügen oder aber auch das Programm, also sprich die Konfiguration aus dem Arduino auslesen. Dann füge ich mal Servos hinzu. Ich kann hier auch auswählen, dass gleich mehrere hinzugefügt werden. Dazu wähle ich jetzt mal 6 Stück aus. Dies ist allerdings in der kostenlosen Version limitiert auf ein Servo. Zu dem Interface hier muss ich, denke ich, nichts genauer erklären, ist alles selbstverständlich. Um meine Servos für zum Beispiel Weichen einzurichten, fahre ich diese erstmal auf Mittelstellung, sprich auf den Wert 90. Jetzt kann ich hier oben rechts in den Live-Modus gehen, um diese Positionen dann zu testen. Es dürfen natürlich nicht beide Positionen auf demselben Wert sein, sonst kann es sein, dass der Servo sich im Kreis dreht. Jetzt befindet sich der Servo auf Mittelstellung, denn ich habe den jetzt auf 90 gefahren. Und wenn ich jetzt auf die Zunge schaue, dann sehe ich auch schon, ja, das passt eigentlich auch schon soweit. So könnte ich jetzt den Servo einbauen in der Mittelstellung und von da aus jetzt meine Weichenposition einstellen. Ich habe jetzt den Stellwinkel etwas übertrieben, aber ich möchte ja auch, dass man das gut erkennt im Video. Dann kann man hier noch die Geschwindigkeit einstellen, hier jetzt in Stufen, die stelle ich mal ein bisschen höher. Dann Stufe 1 ist die langsamste. Hier jetzt im Live-Modus hat diese Änderung keine Auswirkung, das heißt der Servo verfährt hier immer in Stufe 1. Das bedeutet, erst wenn wir diese Konfiguration dann hochladen, wird das auch übernommen. Dann stelle ich hier noch den zweiten Servo ein. Ich werde hier nicht alle 6 Servos einstellen, denn das würde das Video einfach sprengen. Decoder-Typ K83 bedeutet hier übrigens, dass dieser Servo, also hier Servo 2, dann abgeschaltet wird, sobald die Position erreicht ist. Die Servos, die ich jetzt nicht konfiguriert habe, entferne ich wieder, denn ansonsten bekommen wir nachher Fehler, dass die Einstellungen unvollständig sind und das wollen wir ja vermeiden. Dann vergebe ich meinen beiden Servos noch eine Adresse, mit der ich die ansteuern möchte. In dem Fall nehme ich jetzt einfach 800 und 801. Dann muss ich hier noch den Live-Modus deaktivieren, damit ich die Änderungen einspielen kann. Jetzt kann ich hier auf Eingaben überprüfen klicken und klicke hier dann einfach auf Start Upload. Wenn du das Ganze noch irgendwie exportieren oder speichern möchtest, also die ganze Einstellung, dann bestätigst du hier wie ich jetzt mit Nein, ansonsten kannst du hier direkt auf Ja klicken. Dann wechseln wir mal zu der Echos und test mal, ob die Servos funktionieren.
Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, da kann ich doch gleich den zweiten Servo auch noch mit anlegen. Da mache ich mir dann auch tatsächlich den Aufwand und ändere das auch auf ein Weichensymbol. Ja, funktioniert auch sehr gut. Falls du dich jetzt mit dem Thema Rockrei nicht angesprochen fühlst, musst du dir den Rest des Videos nicht mehr geben. Es freut mich sehr, dass du bis hierhin zugeschaut hast und hinterlasse mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Feedback in den Kommentaren. Um die Servos jetzt in Rockrei zu bekommen, können wir hier im Programmer auf Konfiguration Export Rockrei klicken. Dann hier auf Start-Export. Ja, ich habe Rockrei hier im Hintergrund geöffnet, das muss ich jetzt erst schließen. Dann muss ich hier in meinen soeben geöffneten Arbeitsbereich navigieren und dort diese Plan.xml auswählen. Da mein Plan mehrere Ebenen besitzt, werde ich hier aufgefordert, die entsprechende Ebene für jetzt Servo 1 auszuwählen und anschließend dann für die weiteren Servos. Gut, dann gehen wir noch kurz in Rockrail und schauen nach, wo sich das Ganze befindet. So, hier angekommen müssen wir nur beachten, wir haben das Ganze in Ebene 1 exportiert. Das heißt, wir klicken hier oben auf den Reiter Ebene 1 und sehen hier jetzt auch Servo 1, Servo 2 und können das jetzt an die andere Stelle platzieren. So, wichtig ist vielleicht noch, falls ihr mehrere Schnittstellenkennungen habt, dies noch zu ergänzen in den Eigenschaften. Dann muss ich hier noch bei der ECOS, da man hier die Adressen anders anlegen muss, damit man die schalten kann, bei Adresse 1 die 200 reinschreiben und bei Port eine 4, damit ich eben die 800 schalten kann. So, nachdem das jetzt richtig eingestellt ist, was hier halt einfach abhängig von der Zentrale ist, geht das auch. Und ja, als Schlussfazit kann ich nur sagen, ich bin froh, dass ich das Ganze euch jetzt mal hier in einem Video zeigen konnte, dass auch der ein oder andere, der das auch nachbauen möchte und Interesse daran hat, so halt einfach einen Einblick da bekommt, um das halt auch mal nachzubauen. Denn letzten Endes ist das Ganze eigentlich für den Modelleisenbahnverein bei uns entstanden. Aber ich dachte mir, weil einfach so großes Interesse auch an dem Signaldecoder bestand, dass es sicherlich sinnvoll ist, wenn es vielleicht auch du einfach anwenden kannst. Und damit verabschiede ich mich auch. Danke fürs Zuschauen und würde mich auf jeden Fall freuen, wie immer, über ein Abo, ein Like und auch über einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Jo Leute, haut rein!